Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Rainer Godel. Ich leite das Zentrum für Wissenschaftsforschung an der Leopoldina. Zunächst darf ich die Akteurinnen und Akteure unserer heutigen Veranstaltung ganz herzlich begrüßen. Wir sind hier im Hauptgebäude der Leopoldina in Halle. Wir haben diesen Zeiten angemessen für genügend Sicherheitsabstand zwischen den Beteiligten gesorgt. Und wir führen die Veranstaltung ohne Publikum vor Ort hier durch, aber mit vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, die uns per Zoom zugeschaltet sind und die sich auch sehr gerne nachher an der Diskussion beteiligen können. Auch Ihnen ein ganz herzliches Willkommen. Wir sind sicher, dass wir trotz dieser Situation lebhafte, intensive, erkenntnisreiche Gespräche und Diskussionen haben werden. Ganz besonders begrüße ich die Moderatorin des heutigen Abends, Christina Berndt, und die Diskutierenden, Claudia Wiesemann, Horst Dreyer, Klaus Tanner und Ernst Rossmann. Frau Berndt wird die Gesprächsteilnehmenden nachher noch einmal ausführlicher vorstellen. Das heutige Gespräch Ethische Reflexionen und Auseinandersetzungen in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft ist Teil einer Veranstaltungsreihe der Leopoldina, die die Rolle der Ethiken in der wissenschaftsbasierten Politik- und Gesellschaftsberatung aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Die Reihe und damit auch der heutige Nachmittag oder Abend sind, wie so oft an der Leopoldina, ein Gemeinschaftsprojekt. Träger dieser Reihe sind die Wissenschaftliche Kommission Wissenschaftsethik, die Abteilung Wissenschaft, Politik, Gesellschaft, deren Aufgabe es ist, die Politik- und Gesellschaftsberatung der Leopoldina zu organisieren und zu betreiben, und das Zentrum für Wissenschaftsforschung, die Forschungsabteilung der Akademie. Aufgabe wissenschaftlicher Kommissionen der Leopoldina ist es, in ihrem jeweiligen Bereich den Stand der Forschung zu reflektieren, die wissenschaftlichen Diskussionen mitzugestalten, zukünftig wichtige Themen zu identifizieren und daraus Vorschläge für die Politik- und Gesellschaftsberatung abzuleiten. Aus diesem Selbstverständnis heraus hat sich die Wissenschaftliche Kommission Wissenschaftsethik den Auftrag gesetzt, die Rolle und Funktion der Ethik in Beratungsprozessen zu diskutieren. Hierzu sollen Erkenntnisse gewonnen werden, die für das Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft wichtig werden können. Es geht also im Kern um die Frage, was können und was sollen Ethiker und Ethikerinnen in der wissenschaftsbasierten Politik- und Gesellschaftsberatung überhaupt leisten und welche Rahmenbedingungen braucht es hierfür? Die Reihe hat schon zwei Workshops gesehen. In einem internen Auftakt-Workshop ging es 2019 darum, herauszufinden, wie die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, die sich mit ethischen Fragen auseinandersetzen, ihre Formen, Möglichkeiten und Grenzen der Beteiligung selbst verstehen. Also beraten Medizinethikerinnen irgendwie anders als theologische Ethiker oder wieder anders als praktische Philosophen oder wieder anders als Technikethikerinnen. Irgendwie anders meint aber nicht, welche Begründungen ethischer Normen von den jeweiligen Disziplinen herangezogen werden, sondern wir haben diese Frage ganz praktisch auf den Beratungsprozess bezogen. Wie verstehen Ethikerinnen und Ethiker aus unterschiedlichen Fächern ihre Rolle in der ethischen Beratung? In welchen Zusammenhängen und zu welchen Fragen beraten sie? Gelernt haben wir daraus, dass das Selbstverständnis der verschiedenen Fächer, die Ethik betreiben, in Hinblick darauf, wie und wen sie wozu beraten, sehr unterschiedlich ist. Aber es bestand auch Einigkeit. Das Nachdenken über ethische Fragen auch in Beratungssituationen kann und soll auch dazu dienen, Dinge neu zu sehen und Kontexte kennenzulernen, die bisher nicht im Blick waren. Horizont- und Kontexterweiterung sozusagen. Aber wie kommt und wie kam diese Ethik überhaupt in die Institutionen? Das war Thema eines zweiten Workshops im Februar dieses Jahres. Wann und vor allem unter welchen Bedingungen wurden welche Ethikberatungsinstitutionen und Ethikgremien konstituiert? In der Diskussion dieses Workshops wurden mehrere Diagnosen formuliert. Die Einrichtung von Ethikinstitutionen war oft eine Reaktion auf Durchbrüche in den Naturwissenschaften, manchmal aber auch auf öffentlich diskutierte Skandale. Die Ethikinstitutionen wurden aber auch als Instrumente verstanden, Akzeptanz für Entscheidungen zu beschaffen.
Doch können sie auch als eine subversive, kritische Kraft wirken, die immer wieder zum Nachdenken und zum Neubewerten zwingt. Hier schloss sich dann wieder der Kreis. Es blieben selbstverständlich viele Fragen offen, vor allem im Hinblick auf die Rolle der Ethik in Beratungsprozessen, wenn Entscheidungen notwendig sind. Ist etwa Einstimmigkeit im Zweifel als Ergebnis eines langen Ringens erstrebenswert? Oder sollte die Ethik nicht eher mehrere ethische Argumentationswege und entsprechende Entscheidungsoptionen offenlegen? Zu welchen Themen werden Ethikerinnen und Ethiker eigentlich nicht oder nur selten gehört oder gefragt? Und weshalb? Oder wie sind die Erwartungen der Politik und die Erwartungen auch der anderen Wissenschaften, die ethische Expertise anfordern oder einfordern? Insbesondere dieser Fragenkomplex wird im Winter in einer digitalen Veranstaltungsreihe der Leopoldina weiter vertieft werden. Im heutigen Gespräch geht es darum, wo, aber auch wie ethische Aushandlungsprozesse stattfinden sollen. Wir knüpfen damit an einige dieser genannten Fragen an, denn es gibt eine ganze Reihe von Themen, zu denen die Gesellschaft immer wieder Entscheidungen treffen muss. Die biomedizinische Forschung, aber auch Fragen digitaler Technologien und die Herausforderungen des Klimawandels und des Biodiversitätsverlusts, um nur einige zu nennen. Zu all diesen Fragen müssen Abwägungen vorgenommen werden, zu all diesen Fragen muss diskutiert werden, was erlaubt, was geboten, was zu tun ist. Wir möchten heute darüber diskutieren, an welchen Orten ethische Fragen zu solchen Themen verhandelt werden und wie sie dort verhandelt werden und welche Rolle die wissenschaftlichen Ethiken hierbei spielen. Orte gibt es dabei viele, die sich mit ethischen Fragen beschäftigen, das Parlament, der Ethikrat, die Wissenschaft, die Ethikkommission. Wie kann man an diesen und anderen Orten Ethik einbringen? Wie können gute Verfahren aussehen, um zu Entscheidungen in moralisch strittigen Fragen zu kommen? Wie kann die wissenschaftliche Ethik dazu beitragen, dass Begründungen von Entscheidungen nachvollziehbar sind? Viele Fragen also, ich höre an dieser Stelle auf mit den Fragen, viele Fragen also, die wir gern mit Ihnen, mit den Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten, aber auch mit Ihnen im Publikum besprechen und diskutieren möchten. Sie haben, das vielleicht als kleine technische Vorankündigung, die Möglichkeit, an der Diskussion nachher aktiv mit Ihren Fragen und auch Kommentaren teilzunehmen. Dazu nutzen Sie bitte die Frage- und Antwortfunktion oder Q&A-Funktion im Zoom. Die Kommission Wissenschaftsethik, die Abteilung Wissenschaft, Politik, Gesellschaft und das Zentrum für Wissenschaftsforschung der Leopoldina freuen sich sehr, heute mit Ihnen gemeinsam diesen Fragen nachzugehen. Wir freuen uns, dass wir dabei hochkarätige Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer und auch Frau Berndt als Moderatorin gewinnen konnten. Ich danke Ihnen allen hier auf dem Podium, dass Sie bereit waren, an diesem Gespräch mitzuwirken. Ich danke der Kommission Wissenschaftsethik. Ich danke aber vor allem auch meinen Kolleginnen Katrin Happe, Stefanie Westermann und Ronja Stefensky, die dieses große Projekt gemeinsam stemmen. Damit übergebe ich an Sie, liebe Frau Berndt, um uns weiter durch einen sicher spannenden und aufschlussreichen Abend zu führen. Dankeschön. Vielen Dank für die Überleitung und vielen Dank für die Gelegenheit zu diesem schönen Gespräch, das wir hier heute Abend hoffentlich haben werden. Ich bin die Moderatorin des Abends und werde versuchen, dieses große Thema in der Reihe ethische Reflexion und Auseinandersetzung in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft möglichst in dieser Breite, die hier möglich ist, zu diskutieren und für Sie auch greifbar zu machen. Und trotzdem stelle ich womöglich nicht die Fragen, die Sie gerne beantwortet hätten. Darum haben Sie jeweils am Ende eines Teils dieser Veranstaltung Gelegenheit, auch selber Fragen zu stellen, und möchte Sie dazu motivieren, das auch leidlich zu nutzen, damit wir diese Fragen dann hier einbinden können. Jetzt begrüße ich erstmal auf dem Podium meine beiden Gäste, die ich Ihnen gleich noch näher vorstelle. Zu meiner Rechten Professor Tanner von der Universität Heidelberg, zu meiner Linken Professor Dreyer aus Würzburg. Das ist meine erste Runde und eine zweite folgt dann in etwa einer Stunde mit Frau Professor Wiesemann und Herrn Rossmann. Und wir werden das so einteilen, damit wir ein bisschen unterschiedlich fokussieren können. Jeweils zwischendrin dürfen Sie mit dabei sein. Ja, die große Frage des Abends ist ja, was zu tun ist jetzt
das Richtige? Und das könnte im Grunde eine Frage sein, die ich gerade frisch aus der Konferenz der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen dieses Landes mitbringe, die gerade wieder einmal darüber debattieren, wie man denn mit dieser Corona-Krise umgeht, welche Maßnahmen man ergreifen darf, welche womöglich zu weit gehen, wie ernst die Lage ist. Und sie berufen sich dabei wieder einmal auf zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auf Virologinnen und Virologen, Ethikerinnen und Ethiker, die immer wieder jetzt auch in dieser Pandemie geholfen haben, diese Fragen zu beantworten. Wie gut sie dabei gehört wurden und wer gehört wurde, das hatte große Unterschiede. Aber in jedem Fall sind die Fragen auch tief in die Gesellschaft hineingedrungen. Und im Grunde, wir haben es schon oft gehört, hat dieses Land nicht nur 80 Millionen Fußballtrainer, sondern mittlerweile auch 80 Millionen VirologInnen, die sich alle auch dazu äußern mögen, wie es denn weitergehen soll in diesen Fragen. Ist ein Lockdown verhältnismäßig? Darf man Maßnahmen nur für Ungeimpfte verhängen? Ist eine Impfpflicht gar legitim? Oder darf man am Ende, wenn es hart auf hart kommt, auf den Intensivstationen womöglich dort auch die Ungeimpften von der Behandlung ausschließen? Große ethische Fragen, die diese Pandemie ja im Grunde wie mit dem Brennglas aufgeworfen hat. Aber letztlich ist das ja etwas, was dafür steht, was in dieser Gesellschaft mit ihren großen technologischen Fortschritten uns schon lange beschäftigt. Wie reagieren wir eigentlich auf die Veränderungen unserer Zeit? Und dieses große Themenfeld, das bearbeiten wir nun in den beiden folgenden Gesprächsrunden. Und jetzt fängt die erste an mit Herrn Professor Tanner, Mitglied der Leopoldina und Professor für systematische Theologie und Ethik in Heidelberg. Er hat schon in vielen Gremien zur Politikberatung gesessen, in vielen Ethikräten, auch vor dem der Max-Planck-Gesellschaft zum Beispiel. Und zu meiner Linken Professor Horst Dreyer, der ein Vierteljahrhundert lang hatten sie den Lehrstuhl für Rechtsphilosophie, Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Würzburg inne, sind Mitglied der Leopoldina und langjähriges Mitglied im Nationalen Ethikrat gewesen. Wir haben hier also zwei Herrschaften, die Ethik sehr genau buchstabieren können, aber mit ihren beiden Blickwinkeln der Theologie und der Juristerei doch sehr unterschiedlich darauf blicken. Herr Tanner, uns ist das heute so selbstverständlich, dass wir denken, Ethik, na klar, wird die berücksichtigt, wenn politische Fragestellungen erörtert werden, wenn es neue Gesetze gibt. Das klingt so selbstverständlich, ist es aber gar nicht, haben Sie mir erzählt. Ja, also das ist in der Tat so. Der Philosoph Schulz hat ein Buch geschrieben, Ethik, so über die Ethik in der veränderten Welt, in den 1970er Jahren. Und dort schreibt er, also Ethik ist ein Thema, das interessiert eigentlich niemand mehr, 1970. Und danach kam ein enormer Boom der Ethik, muss man sagen. Und jetzt, wenn man fragt, was hat dazu geführt, dass jetzt Ethik wieder in aller Munde ist, dann sind das natürlich gesellschaftliche Veränderungen. Also das hat viel mit mehr Demokratiewagen, Partizipationsforderungen in den 70er Jahren zu tun. Es hat aber eben auch zunächst mal zu tun mit neuen Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten, die durch die vor allem Naturwissenschaften geschaffen wurden. Und es hat zu tun, die ganze Umweltbewegung, die ganze Ökologiefrage geht neu los. Sie hat eine lange Tradition, aber in den 1970er Jahren. Und da die Anti-Atomkraftbewegung und all diese Dinge. Und da wurde deutlich, also soll zum Beispiel in Wiel, wenn man mal in den Süden der Republik geht, ein Atomkraft gebaut werden. Und das ist ja gescheitert, oder Franz Josef Strauß ist in Bayern gescheitert, eine Wiederaufbereitungsanlage für die Brennstäbe zu bauen in Wackersdorf. Und das hat enorm politisiert, breit in der Bevölkerung. Und dann ist auch der Landwirt neben dem Studienrat aktiv gewesen, sind auch die Anfänge zum Beispiel der grünen Bewegung. Und da war eines klar, dass die rein naturwissenschaftliche Expertise offensichtlich nicht all die Fragen lösen kann, im Sinne, jetzt eins zu eins kann man Folgen aus bestimmten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, schon wenn es an die Risikoabschätzung geht, ist das ja sehr schwierig, jetzt, dass da eine andere Form von Wissen gebraucht wird noch und vor allem eine andere Form von Kommunikation. Und
Ethik hat es zunächst mal auf der ersten Ebene sehr viel mit Kommunikation zu tun, Austausch zwischen und wenn es gelingt, sehr unterschiedlichen Positionen. Ethik ist eine Krisenwissenschaft, hat jemand mal geschrieben, sehr früh. Das heißt, normalerweise rufen wir nicht nach Ethik, aber wenn es Probleme in der Handlungsorientierung gibt und große Auseinandersetzungen in der Gesellschaft, dann wird heute gerne auch dann nach Ethik gerufen. Und wir haben ab den 1970er Jahren jetzt einen breiten Prozess der Institutionenaufbaus von Ethikinstitutionen. Also das ist nicht einfach nur ein Gedanke, den irgendein paar Professoren oder andere sich ausgedacht haben, wir brauchen mehr Ethik, sondern es wurden, das heißt ja, geordnete Verfahren geschaffen in der Medizin, zum Beispiel erste Ethikkommission in den 1970er Jahren in einem Sonderforschungsbereich. Oder es gab das alte Instrument, parlamentarische Instrument der Enquete-Kommission, also dass der Bundestag Enquete-Kommissionen einsetzt zu einer Vielzahl von Themen. Und in den 80er Jahren wurden dann auch die erste Enquete-Kommission zu diesen bioethischen, biomedizinischen Fragen eingesetzt. Die haben damals rote und grüne Gentechnik noch zusammen verhandelt unter Herrn Kattenhusen. Aber hier wurde eine Institution, die es gab, jetzt mit dem Thema beauftragt. Der Ethikrat, in dem Herr Dreyer ja war, ist 2001 in den Auseinandersetzungen um die Stammzellforschung, also humane embryonale Stammzellforschung, hier ins Leben gerufen worden. Das ist ein Beispiel jetzt, was ich meine mit wissenschaftlichen Durchbrüchen. Das erste In-vitro-Baby ist in England entstanden, Louise Braun, 1978, und das führte zu einer weltweiten Diskussion, was kann man jetzt und darf man machen und wo sind Grenzen mit etwas, was vollkommen neu ist in unserer Kulturgeschichte, nämlich, dass ein menschlicher Embryo außerhalb des weiblichen Körpers ist und damit ganz anderen Zugriffsmöglichkeiten sozusagen ausgesetzt ist. Und da haben die Engländer eine Kommission eingesetzt, die dann wichtige Weichen gestellt hat, die immer interdisziplinär besetzt ist und gewesen ist in England. Und da gab es diese Diskussion dann in Deutschland halt 10, 15 Jahre später, aber immer geschaffen durch neue Institutionen. Aber wenn und ich eines will ich nur noch sagen, ja, hat dann jemand in einer DFG-Kommission mal gesagt, eine Naturwissenschaftlerin, eine Biologin. Also sagen Sie mal, Herr Tanner, was können Sie denn als Ethiker jetzt sagen, was wir nicht als Naturwissenschaftler sagen können? Hier sind die Fakten und da folgt doch das und das drauf. Den hat noch eingeleuchtet, dass der Jurist, wie der Herr Dreyer, da hat man Angst vor Regulierung oder Strafrecht oder sonst oder Sicherheitsfragen. Aber was die Ethik als, ich sage mal, eine weiche Wissenschaft soll, die jetzt keine starken Durchgriffsmöglichkeiten, das ist oft gar nicht in ein paar Sätzen zu vermitteln. Ich sage es zum Schluss, es ist der Versuch, nochmal nachzudenken über das, woran wir uns in unserem menschlichen Handeln orientieren, wenn wir gemeinsam unterwegs sind und unser Leben besser, die Alten hätten gesagt, zum Guten gestalten wollen. Und das wird aber jeweils nicht abstrakt zum Thema in der Gesellschaft, sondern das wird immer an konkreten Fragen, Louise Braun oder eben Atomkraft oder vergleichbare Dinge. Man zum Guten gestalten, das ist dann natürlich das Problem, dass das ja im Zweifel nicht so einfach zu entscheiden ist, was da der richtige Weg ist. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann war aber doch, kam der Druck tatsächlich eher aus der Öffentlichkeit. Also bis sich die Öffentlichkeit engagierte und einforderte, über diese Dinge irgendwie mitreden zu wollen, hat Ethik eigentlich nicht diesen Platz eingenommen. In der Öffentlichkeit nicht. Wir haben ja heute Abend im Titel sozusagen Öffentlichkeit, auch Wissenschaft, Ethik, Öffentlichkeit. Natürlich steckt in dem Stichwort Öffentlichkeit ein jetzt Demokratieinteresse drin, das heißt ein ethisches Interesse, nämlich mit Konflikten so umzugehen, dass man sich nicht die Köpfe einschlägt, sondern versucht, Argumente auszutauschen. Das heißt, wir haben diese Diskussionen über Ethik haben wir nicht in Belarus, weil es eine andere politische Form dort Gänsefüßchen gibt, sondern diese Ethikdiskussionen haben ihren Ort jetzt schon in parlamentarischen Demokratien. Und um das auch gleich zu sagen, die Öffentlichkeit selber entscheidet nicht, entscheiden tut das Parlament. Juristen machen Rahmengesetzgebungen und auch die Ethik entscheidet nicht selber. Sie kann, der alte schöne Begriff, beraten. Und beraten heißt, das kennen wir alle aus dem Alltag, wenn wir beim Mediziner sind, ist immer das beste Beispiel, finde ich, eine Medizinerin, die ganz klare Fakten und Daten hat, aufgrund einer Diagnose, aber anhand der Fakten und Daten noch nicht klar ist,
wie nun weiter behandelt wird. Nehmen Sie das Beispiel Krebsbehandlung. Da gibt es eine klare Diagnose und dann können Sie sehr unterschiedlich behandeln. Und das ist kein 1-zu-1-Verhältnis. Und was kommt nun in Gang? Ein Beratungsprozess, ein Austausch von Argumenten, der natürlich diese Fakten berücksichtigt alle, aber der zugleich im Gespräch mit den Patientinnen oder Patienten oder mit der Ärztin, mit dem Arzt, jetzt herausfinden muss, was in dieser Lebenssituation vielleicht der bessere Weg ist. Da gibt es immer auch falsche Entscheidungen, um das auch klar zu sein. Es gibt keine Garantie in der Naturwissenschaft, dass der Apfel immer gerade nach unten fällt. Ja, das ist im Bereich der Ethik und auch des Rechts und der Politik gibt es keine solchen einfachen, normalerweise bei so schwierigen Ja-Nein-Entscheidungen. Aber dieses Stichwort beraten, das heißt in Kommunikation miteinander treten in solchen schwierigen Situationen. Die Öffentlichkeit kann dabei im Grunde einfordern, dass Themen aufs Tapet kommen und sie kann aber auch skandalisieren und auch auf diesem Weg sagen, das muss doch jetzt mal hier die Geister bewegen, richtig? Das ist richtig. Also jetzt, wir haben nicht mehr eine Öffentlichkeit, sondern hochfragmentierte Öffentlichkeiten durch die neuen sozialen Medien. Das bedeutet ja, dass viele sich beteiligen können, auch an so einem Abend heute natürlich über jetzt solche Medien. Das Problem, das wir heute haben, und das wird intensiv diskutiert, Jürgen Habermas hat das gerade in einem Aufsatz nochmal, der hat ein schönes Buch geschrieben, früh, der Strukturwandel der Öffentlichkeit, wie in der Aufklärung nun Öffentlichkeit zu einem Schlüsselbegriff wird, also erst da, weil nun gerade für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, da sind wir dann bei Herrn Dreyers Themen auch, es notwendig ist, dass es einen informierten argumentativen Austausch gibt. Und diese Öffentlichkeit in der Form haben wir heute nicht mehr, weil wir hochfragmentierte Öffentlichkeiten haben. Aber richtig ist, dass auch im Parlament nur etwas geht, ich sage mal, wenn ein Skandal möglich ist oder wenn politisch Druck erzeugt wird. Wir haben heute NGOs, Non-Governmental Organisationen oder nehmen Sie Fridays for Future oder was auch immer. Mhm. Ja, die wollen Panik machen, um Handlungsdruck zu erzeugen. Das ist für die Ethik immer, Ethik hat mit Reflexion zu tun, aber die Öffentlichkeit ist immer auch dazu da, um zu mobilisieren. Und natürlich ist im Deutschen Bundestag, wenn man dabei jetzt mal bleibt, immer die Frage, was kommt auf die Agenda im Bundestag bei den vielen Themen. Und wir haben zum Beispiel beide an einem Papier der Leopoldina zur Fortpflanzungsmedizin mitgearbeitet. Seit 20 Jahren liegt dieses Thema da. Und wird politisch nicht angegangen, von jeder Regierung, egal welcher Couleur, immer wieder weggedrückt. Über die Gründe kann man jetzt sich austauschen. Und natürlich gibt es jetzt betroffenen Gruppen, zum Beispiel Frauen oder auch andere, die jetzt hier ein Stück mobil machen über Medien und so weiter. Das sind wichtige Elemente, ist ein Lebenselement der Demokratie, dass auch über Öffentlichkeiten solcher Druck erzeugt wird. Nur gewährleistet muss dann werden auch ein Stück Austausch. Und nochmal, entschieden wird im Endeffekt über Parteien und Parlament und nicht in der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit entscheidet nicht. Sie waren im Nationalen Ethikrat, damals noch Deutscher Ethikrat, oder? Doch im Nationalen, so rum, nicht? Erst hieß er so. Das heißt, Sie waren relativ früh dabei. Und Herr Tanner hat es eben schon erzählt. Das war ja im Grunde ein Gremium, das geschaffen wurde vom Kanzler Schröder im Zuge dieser ganzen Embryonenschutz-, Stammzelldebatte auch, wo er eigentlich ein Stück weit Angst hatte, dass die bis dato existierenden Kommissionen, die Enquete-Kommission im Bundestag, womöglich nicht so ganz seinem Kalkül entsprechen würde. Dann hat er diesen Ethikrat installiert, der heute hoch angesehen ist, damals aber heftig umstritten war. Inwieweit hatten Sie ein Gefühl, na, hier werden wir vielleicht auch von der Politik benutzt? Also das Gefühl habe ich eigentlich nie gehabt und das hatten, glaube ich, auch die anderen Mitglieder im Nationalen Ethikrat nicht. Es ist ja immer so, die Politik trifft zunächst eine Entscheidung aufgrund einer relativ kurzfristigen Perspektive. In dem Fall war es sicherlich die Hoffnung, die Stammzellforschung sozusagen zu liberalisieren. Aber die Institutionen haben es ja dann an sich, dass sie sich gewissermaßen verselbstständigen und erwachsen werden. Ich meine, die Ironie ist ja, nach 2, 3 Jahren Ethikrat war die tatsächliche Rechtslage restriktiver als vorher. Also ob Gerd Schröder persönlich jetzt so wahnsinnig glücklich am Ende war mit seiner Erfindung,
Das weiß ich nicht. Aber die Arbeit im Ethikrat war jedenfalls für alle, die dabei waren, das glaube ich, kann ich so allgemein sagen, außerordentlich erhellend, weil uns, glaube ich, allen klar geworden ist, und das war vielleicht nicht allen vorher so wahnsinnig klar, dass es eben die Ethik gewissermaßen als ein abrufbares Gut und eine Erkenntnis, der man nur gewissermaßen die Wahrheitselemente herausziehen muss, dass es die nicht gibt. Es ist ja kein Zufall, dass der Ethikrat sich zusammengesetzt hat aus Philosophen, Soziologen, Theologen, Juristen und ein paar Leuten aus der Praxis, Mediziner natürlich, auch Medizinethiker, aber eben gerade nicht nur Ethiker. Also es wäre nichts furchtbarer, als wenn man ein Gremium nur mit Ethikern hätte, sondern die Reflexion auf die Fragen bei uns, also Stammzellen, dann therapeutisches und reproduktives Klonen und alles, was wir da so gemacht haben. Es war eigentlich immer die Situation, dass wir zwei nicht ganz gleich große Lager hatten, aber doch zwei Lager hatten. Und die Lager, die organisierten sich gerade nicht an den Fächern. Es war nicht so, dass die Mediziner da standen und die Theologen da und die Juristen wieder da und so, sondern der Schnitt auch in der ganz allgemeinen Diskussion, die ja damals doch sehr stark aufbrandete, der Schnitt geht durch die einzelnen Disziplinen. Und das ist das eigentlich Interessante bei wirklich gravierenden ethischen Konflikten. Es gibt nicht die Position der Rechtswissenschaftler, sondern es gibt ganz, sagen wir mal, eher Konservative, die sagen, da machen wir gar nichts, und eher Liberale, die sagen, da können wir ein bisschen Forschung und so zulassen. Und das Gleiche gilt für die anderen Disziplinen auch. Sodass man sich natürlich fragen kann, was nützt eigentlich ein Ethikrat, wenn er den bestehenden Dissens doch eigentlich nur noch mal abbilden kann. Es hat bestimmt mal Stellungnahmen des Ethikrates gegeben, wo mit breiter, großer Mehrheit für irgendwas oder gegen irgendwas votiert worden ist. Aber die 6, 7 Jahre, die ich dabei war, waren sie eigentlich alle streitig. Und wenn man sich überlegt, ja, wozu taugen denn dann eigentlich Ethikräte? Da würde ich sagen, sie taugen nicht dazu, ein einstimmiges Ergebnis zu präsentieren. Das geht nicht, und wenn man es tun würde, wäre es unehrlich. Ja? Mhm. Jedenfalls bei einer spannenden ethischen Frage. Man kann natürlich sagen, okay, es gibt Fragen, da erzielt man vielleicht solche Einigkeit, aber nicht bei den wirklich spannenden Fragen. Warum denn solche Ethikräte? Und ich glaube, das Wichtigste ist die Begegnung der verschiedenen Disziplinen im Versuch, sachlich den Status Kontroversi gewissermaßen zu fixieren, sich wechselseitig auszutauschen und, das ist vielleicht das Allerwichtigste, die Stellungnahmen in einer Sprache zu formulieren, die nicht die schlechteste Juristensprache und nicht die hochgestochenste Philosophensprache und nicht die dunkelste Theologensprache, alles nur Vorurteile jetzt, ja, ganz geballte Vorurteile, sondern die versucht auch die eigene Sprache gewissermaßen an die Öffentlichkeit zu adressieren und das so zu formulieren, dass es für alle eingängig ist. Dann haben wir immer noch keine Einstimmigkeit oder Einmütigkeit, aber wir haben den Stand der Diskussion vielleicht auf eine höhere Ebene gebracht. Ich will nicht sagen, dass wir das damals geschafft haben, das soll jetzt kein verkapptes Selbstlob sein, aber das ist eigentlich die zentrale Aufgabe jedenfalls eines solchen Ethikrates. Also es gibt ja Ethikkommissionen, die haben sehr viel beschränktere Zuständigkeiten und Aufgaben. Aber wenn man solche Fragen verhandelt, glaube ich, ist schon sehr viel erreicht, wenn man am Schluss ein Papier vorlegt, auf dem die verschiedenen Positionen so klar, so rational wie möglich dargelegt sind. Und dann muss eben der dafür Zuständige entscheiden, nämlich im Zweifel der Deutsche Bundestag. Also bei unseren Fragen jetzt mal. Ja? Ich rede jetzt nicht von den weltweiten Problemen. Das heißt, Sie würden also sowohl natürlich dem Parlament als aber auch der Öffentlichkeit dieses ganze Futter an Argumenten mitgeben, was dann weiter, ja, bedacht und
abgewogen werden kann, wo Menschen auch sich auseinandersetzen können, weiter damit, dass man denkt, ja, mich beschäftigt diese Frage auch von darf man abtreiben bis darf man Hunde klonen, Menschen klonen und so weiter. Was sagen dazu die schlauen Köpfe dieses Landes? Und dann hat man im besten Fall am Ende die ganze Bandbreite. Ja, so würde ich das durchaus sehen. Also ich glaube, das Parlament war am Nationalen Ethikrat absolut desinteressiert, denn die waren beleidigt, weil sie ja vorher ihre eigene Enquete-Kommission eingesetzt hatten. Die haben ein ganz konservatives Papier präsentiert, das war die Bender-Kommission. Ja, das war ganz restriktiv, also im Grunde genommen darf man gar nichts. Und mit Schröders Nationalem Ethikrat kamen jedenfalls einige liberale Stimmen dazu. Und ich habe jedenfalls den Ethikrat eigentlich immer so gesehen, dass er sehr viel stärker in die Öffentlichkeit als direkt auf das Parlament sich selber adressiert hat. Also, dass man im Parlament vielleicht gesehen hat, okay, was sagen die jetzt zum Import embryonaler Stammzellen aus den USA, wenn das Stammzellen sind, die schon entstanden sind, bevor in Deutschland überhaupt und so weiter und so weiter. Es kam vielleicht auch, aber ich glaube, die Öffentlichkeit war eigentlich der Hauptadressat. Also nur als Ergänzung, es gab am Anfang, das waren ja auch Suchbewegungen in solchen Gremien, in der ersten Enquete-Kommission, dann nach Kattenhusen, also der Renesse-Kommission von Margot von Renesse gechaired, gab es dann nur einen Versuch von einigen, wir müssen eine einstimmige Meinung erzeugen und wenn das nicht geht, dann gibt es keinen Dissenting Vote, sondern es gibt eine Mehrheitsmeinung, das ist versucht worden. Und das hat sich nicht durchgesetzt, Gott sei Dank. Und was ist passiert, wenn Sie sich heute anschauen, Sie als Journalistin oder andere, Sie können heute relativ schnell auf gut aufbereitetes Material zugreifen, was Sie in den 1970er Jahren, 80er Jahren noch nicht konnten. Mhm. Es gibt noch die ganz anderen Ethikkommissionen, das sage ich immer Ethik als Verwaltungsvollzug, die sind auch wichtig, die entdramatisieren Debatten, aber sozusagen jeder Schüler heute oder jede Schülerin kann über Stellungnahmen der Leopoldina oder eben des Ethikrats alles bestens aufbearbeitet. Da muss ja Geld in die Hand genommen werden, um das auch zu ermöglichen, Stellen geschaffen werden. Und Deutschland ist ein Latecomer in dem Bereich. Zu Schröder gehört auch damals unabhängig vom einzelnen Fall. Jetzt, was der Auslöser war, Stammzellforschung, war das klare Bewusstsein, dass es in den USA sowas gibt, dass es in England sowas gibt. Ich meine, auch die Leopoldina als Nationalakademie ist spät als Nationalakademie geschaffen worden, weil man gesehen hat, man braucht im internationalen Kontext eine Stimme der Wissenschaft und nicht 10 zerstrittene oder 15 zerstrittene Landesakademien. Also was ich sagen will, ein Erfolg genau in der Weise ist, dass es Stellungnahmen gibt, die Argumente aufarbeiten und nicht einfach normalerweise nicht in die eine oder andere Richtung weisen. Vom Ethikrat gab es auch Stellungnahmen, wo sie dann eine Mehrheitsmeinung und 5 Abweichende hatten. Das war auch bei Enquete-Kommissionen. Aber auch das ist nicht schlecht. Also, denn wer dann Argumente sucht, es gibt auch beim Bundesverfassungsgericht, ich will jetzt nicht in fremden Gewässer hier fischen, aber wenn es ein Votum gibt, nochmal das veröffentlicht wird, kann man beim Bundesverfassungsgericht auch ein abweichendes, kann man daraus auch sehr viel lernen. Und es ist der mühsame Prozess, die Ethik trägt dazu bei oder versucht dazu beizutragen. Ich sage immer, Ethik ist zunächst mal ein Medium der Kontexterweiterung. Alle, die sich an ethischen Debatten beteiligen, werden gezwungen, sich auf dieses seltsame Sprachmuster der anderen einzulassen. Also der Jurist redet über Würde, meint Menschenwürde, hat eine ganze Grundrechtsthematik im Kopf. Der Theologe oder die Theologin kommt aus einer anderen Tradition und hat da bestimmte Assoziationen und die müssen sich annähern und versuchen jetzt überhaupt erstmal gegenseitig verständlich zu machen, was geht. Und ich sage immer, ein Häuschen weiter in der Gesellschaft kommt man nur bei schwierigen Fragen, wenn es die Chance auf einen Konsens im Parlament gibt. Und solange das Politikerinnen und Politiker nicht sehen, dass sie irgendwie eine Mehrheit für was kriegen, werden sie das Thema auch liegen lassen. Und das verweist aber jetzt nochmal auf öffentliche Debatten. Im Vorlauf zu solchen Entscheidungen muss in Gruppen und Gruppierungen ein Signal gegeben, wir können das auch anders. Ich nehme ein Beispiel jetzt aus der aktuellen Debatte. Grüne Gentechnik.
CRISPR-Cas, also die sogenannte Genschere, ein sozusagen ins Falsche laufender Begriff, wo nichts schneidet in der Biologie so exakt wie die Schere, lassen wir beiseite. Da gibt es jetzt plötzlich Stimmen bei den Grünen, hat Riesenaufregung gemacht, oder jetzt die neue Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, Signale, wir müssen überlegen, ob wir die grüne Gentechnik so radikal ablehnen für Pflanzenzucht, wie wir bisher gemacht. Ein Riesenaufschrei in der eigenen Klientel jetzt. Aber warum sage ich es jetzt? Das sind Schritte, wo man sagt, aha, jetzt gibt es vielleicht neue Gesprächsmöglichkeiten, solange es nur zementierte, abgeschottete Räume gibt. Und das ist das Problem der neuen sozialen Medien an vielen Stellen, ist das ganz schwierig. Dann kommt man keinen Schritt weiter. Und solche Kommissionen tragen dazu bei, an erster Stelle der Ethikrat, der hatte dann dezidiert die Aufgabe. Man ist jetzt nochmal eine Frage, wäre interessant zu diskutieren. Der Ethikrat ist so konstruiert gewesen und ist es bis heute, egal wie er nur genau genannt wird, dass keine Politiker drin sind, Distanz zur Politik. Die Enquete-Kommissionen waren und sind so konstruiert, dass immer ein Teil Politiker dabei ist. Man ist also enger im Kontakt mit Politik. Die einen sagen, das ist ganz schlecht, der enge Kontakt mit der Politik. Erst muss auch die ethische Reflexion und politische, rechtswissenschaftliche erfolgen, bevor man wieder zurück an die Politik geht. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde auch, der direkte Kontakt zur Politik in all diesen Fragen ist sehr wichtig. Und zwar deswegen, weil das die Leute sind, die im Parlament dann auch entscheiden müssen oder in ihren Wahlkreisen erstmal werben müssen für das eine oder das andere. Oder eben auch, ich meine, auch so eine Leopoldina fällt nicht einfach vom Himmel, kostet Geld und dafür muss geworben werden, warum sowas überhaupt wichtig ist. Und am Ende hat man natürlich zum einen die ganze Bandbreite dieser Meinung, man hat womöglich eine Grundlage geschaffen, damit das Parlament eine Entscheidung fällen kann. Oder Sie haben auch schon gesagt, manchmal liegt es auf Eis, weil das dann doch nicht funktioniert. Aber damit hat man ja trotzdem einen Raum geschaffen, zu zeigen, diese Meinungen sind auch alle möglich und sie sind auch alle legitim. Insofern finde ich, hat so ein auch sehr aufgesplittertes Votum natürlich auch ein schönes Signal, nämlich dass man mit diesen unterschiedlichen Perspektiven tatsächlich auch bestehen kann. Also nur um es noch zugespitzt zu sagen, jetzt natürlich jeder Unsinn kann in keiner solchen Stellungnahme einfach vorkommen. Es ist schon der Versuch, nach Gründen zu fragen. Und wir haben weder in der Philosophie. Ich mal von aus, wenn da so schlaue Leute zusammensitzen. Ja, aber wir haben ja weder in der Philosophie noch in den Sozialwissenschaften oder sonst wo irgendeinen Konsens, was gute Gründe sind. Mhm. Ja, Jürgen Habermas hat gerade in dem Text nochmal über Öffentlichkeit jetzt sehr schön geschrieben. Wir können zwar alles messen, wie viele Leute sich heute Abend jetzt einschalten und wie oft geliked wird und so weiter. Das ist alles quantitatives Messen von Nutzern, wofür wir ganz schwer Kriterien haben. Ist die Qualität eines Arguments. Was ist ein gutes Argument? Und da gibt auch die Ethik nicht eine einfache Antwort, aber ich will nur sagen, es gibt auch bestimmte Dinge, die werden dann aussortiert in der Weise, dass man sagt, nee, das ist einfach nicht tragfähig. Wir haben eben jetzt schon besprochen, wie sehr sich die Ethik eben auch verändert hat hier in unserem Dreigestirn Wissenschaft, Ethik, Öffentlichkeit. Und so ein bisschen haben wir auch schon angedeutet, ja, aber was sich auch sehr stark geändert hat, ist die Öffentlichkeit. Also ne, Sie haben es auch schon, ähnlich wie Habermas es ja auch sieht, plötzlich weggeht von dem, jeder muss eine Stimme haben, betrachtet er das ja dann doch jetzt etwas anders. Darum nochmal die Frage an Sie, wie gehen wir um mit dieser so anderen Öffentlichkeit, in der es ja eine große Vielstimmigkeit gibt, bis hin zu Argumenten, wo Sie sagen würden, das sortieren wir mal aus. Ja, sage ich gleich was zu. Ich wollte noch anknüpfen an das, was Bertana eben gesagt hat. Ich glaube, es gibt eine ganz sinnvolle Unterscheidung zwischen Tatsachenwissen und Wertewissen. Das Tatsachenwissen können wir objektiv, naturwissenschaftlich mit allen Möglichkeiten feststellen. Im Bereich der Werte, ich gebrauche den Terminus nicht ganz so gerne, aber er ist so verbreitet, dass ich ihn jetzt doch mal nutze, also dem, was wir für gut und richtig und für falsch und nicht so richtig halten, haben wir die gleiche Verfügbarkeit über sichere Daten nicht. Wenn wir sie hätten, vielleicht so wie man früher an ein Naturrecht geglaubt hat oder an eine göttliche Offenbarung geglaubt hat, die uns sozusagen die Orientierung in der Wertewelt
auf eine gleiche oder ähnliche Art und Weise ermöglichen, wie das bei dem Tatsachenwissen immer in den Grenzen unseres tatsächlichen Wissens, aber das wächst ja gewissermaßen, gäbe, dann hätten wir ja keine ethischen Probleme. Dann müssten wir ja sozusagen diese Wahrheit nur genauso entdecken, wie wir die Wahrheit im Bereich der Tatsachen und der Empirie entdecken. Und Max Weber hat das eben dazu geführt, dass er gesagt hat, im Bereich der Werte sind die letzten Wertungen rational gar nicht mehr aufzulösen. Er hat immer gesagt, die letzten Wertungen, das wird häufig sehr stark durcheinander gebracht und dann steht er da als Erzpositivist und Relativist und so, was er alles nicht gewesen ist. Aber die allerletzten Wertungen sind rational gewissermaßen nicht mehr auflösbar. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Tatbestand, wo sozusagen auch die Ethik, wir reden ja häufig so im Singular, die Ethik naturgemäß an das Ende ihrer Erkenntnismöglichkeiten kommt, wo sie dann gewissermaßen nur noch darlegen kann, also wenn ich die letzte Prämisse zugrunde lege, ich sage jetzt mal Sicherheit für alle, da komme ich zu folgendem Ergebnis. Wenn ich sage Freiheit ist der allerletzte und der höchste Wert, komme ich vielleicht zu anderen Spezifizierungen. Und das eine ist nicht unethischer oder ethischer als das andere, es sind nur unterschiedliche Zugriffe. Also das nur noch als kurze Ergänzung. Und was die Öffentlichkeit angeht, ja, das pfeifen ja die Spatzen von den Dächern, als die sozialen Medien, Internet und so weiter seinerzeit eingeführt worden ist, haben manche gedacht, ja, jetzt ist sozusagen die Demokratie perfekt, sie ist eigentlich unmittelbare Demokratie, wir haben keine intermediären Institutionen mehr, wir brauchen keine Parteien, wir brauchen keine Medien, sondern jeder speist direkt, also jeder ist sozusagen Adressat und Sender, also Sender und Empfänger gleichzeitig und dann gibt es einen riesen demokratischen Aufbruch in eine neue goldene Zeit. Und wenn man sich jetzt so die sozialen Medien anguckt, dann sehen sich ja manche gewissermaßen vielleicht die traditionellen Medien eher wieder zurück, die viel vorsortiert haben, die auch für ein gewisses Niveau gesorgt haben, dass nicht jeder, der sich immer noch tun. So, ja, ja, das, ich lese auch noch die klassischen Medien, so ist es nicht. Und das ist, glaube ich, in einem sehr großen und breiten Maß gewissermaßen verloren gegangen. Und es wird eine große Aufgabe sein, das vielleicht auch wieder zurückzuerobern oder da mit Antistrategien zu arbeiten. Ich habe da keine ganz passablen Vorschläge. Aber ich glaube, das hat so ein bisschen das Gefüge schon etwas verändert, obwohl es die Entscheidungsstrukturen selber noch nicht verändert hat. Also das gilt ja unverändert. Wir haben sozusagen das Dreieck Wissenschaft, Politik, Öffentlichkeit und die Wissenschaft kommuniziert natürlich mit der Politik und mit der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit werden die wissenschaftlichen und die politischen Fragen verhandelt, aber die Politik ist diejenige Institution, die das letztlich zu verbindlichen Beschlüssen und Entscheidungen verdichten muss. Die unterliegen natürlich aber auch der veränderten Öffentlichkeit, nicht nur indem sie vielleicht selber twittern wie ein gewisser amerikanischer Präsident, aber indem sie natürlich von diesen Medien nicht unberührt bleiben, wenn man alleine mal sieht, wenn sie heute an einer falschen Stelle lachen, dann kann das ihre Karriere ruinieren. Ja? Das hätte es unter den alten medialen Bedingungen so nicht gegeben. Ja? Oder wie schnell rudern irgendwelche Leute zurück, wenn sie eine Aktion gestartet haben, die ich gar nicht so schlecht fand, von den Künstlern da in der Corona-Zeit. Und da gibt es einen Shitstorm im Netz und 3, 4 von denen rudern sofort zurück, weil sie sozusagen Angst um ihre Ansehen, vielleicht auch um ihre Gagen und so weiter haben. Also Veränderung der Öffentlichkeit ist, glaube ich, ganz wichtig. Veränderung der Wissenschaft aber auch. Also wir haben es ja in der Corona-Pandemie erlebt und erleben es noch immer, Sie haben es ja auch angesprochen, dass da die Wissenschaft natürlich, weil es um wissenschaftlich aufzuklärende Sachverhalte ging, da eine ganz große Rolle gespielt hat. Und solange es um das Tatsachenwissen geht, also woher kommt dieses Virus, was macht dieses Virus, ist es ansteckend, ist es tödlich und so weiter, müssen wir natürlich die Virologen fragen. Das ist ganz klar. Und die Epidemiologen, spätestens dann, wenn wir uns fragen, also und wie können wir das jetzt am besten verhindern? Ja?
An der Stelle, wenn wir jetzt nur fragen, welche Maßnahmen sind denn jetzt geeignet, und um das zu effektiv zu bekämpfen, ist dieses Wissen ganz wichtig. Aber dieses Wissen darf nicht dazu führen, dass Virologen jetzt meinen, sie könnten die politischen Maßnahmen diktieren. Ich sage nicht, dass sie das tun. Also die Klügeren und Besonnenen unter denen haben immer gesagt, nee, also das können wir nicht. Wir können jetzt nicht die Maßnahmenkataloge. Das muss die Politik machen. Wir können sagen, so und so funktioniert das Virus, dann breitet es sich aus und mit den und den Dingen müssen wir rechnen oder auch nicht rechnen. Und da ist natürlich eine gewisse Gefahr, dass die Wissenschaft, natürlich auch unter hohem Zeitdruck arbeitend, dann zu Erklärungen kommt, die ihre eigene Kompetenz überschreiten. Das aber mit dem Anspruch formulieren, es sei Wissenschaft. Und da wir hier gerade bei der Leopoldina sind und die Leopoldina bestimmt eine Institution ist, die Kritik vertragen kann, sage ich mal, die, glaube ich, vierte Stellungnahme kurz vor Weihnachten 2020 war keine wissenschaftliche Stellungnahme, sondern sie war ein politischer Notschrei. Den kann man nachvollziehen. Aber dann muss man auch sagen, das ist ein politischer Notschrei und darf nicht sagen, die Wissenschaft gebietet es, dass wir die Schulen schließen und dass wir einen Lockdown machen und dass wir Weihnachten nicht in die Kirchen gehen. Ich meine, die Kanzlerin hat es ja am Tag nach der Stellungnahme sofort verändert. Das hätte ich als nächstes gesagt. Am Tag danach und hat gesagt, das ist jetzt alternativlos. Das wäre mein nächster Satz gewesen, Herr Tanner. Das kam natürlich für die Kanzlerin wunderbar. Denn dann konnte sie am nächsten Tag ins Parlament gehen und sagen, das ist doch gar keine politische Entscheidung. Die Wissenschaft sagt uns, wir müssen das machen. Aber die Wissenschaft kann das nicht. Denn die Politik muss ja in Abwägungsprozesse eintreten. Die muss ja sagen, oh, das ist uns jetzt wichtiger, als dass die Schulen schon wieder geschlossen werden und es massive Verwerfungen auch sozialer Art bei den Schülern gibt, dass schon wieder künstlerische und andere Existenzen gefährdet werden, dass vielleicht die häusliche Gewalt steigt, dass notwendige Operationen verschoben werden und. Es gibt ja eine ganze Latte von nicht intendierten Nebenfolgen. Das hat die Politik zu verantworten. An der Stelle sind die Virologen und die Epidemiologen und die Naturwissenschaftler völlig aus dem Spiel. Was hätte die Leopoldina tun sollen und dürfen aus Ihrer Sicht? Das, was sie zum Beispiel in den ersten Stellungnahmen, an einer war ich beteiligt, gemacht hat, indem sie die Probleme aufbereitet und dann bestimmte Alternativen. Aber nicht der Politik sagt, das müsst ihr jetzt machen. Und zwar bis auf die letzte Maßnahme. Also im Grunde war es zu konkret. Ja, es war nicht wissenschaftlich. Zu sehr Handlungsanweisung. Es hat ja andere Handlungsoptionen gegeben. Und die vollkommen auszuschließen, ist schon der Pfad, dass man geht, etwas sei alternativlos. Und ich sage, das ist falsch, weil in unser Leben ist nichts alternativlos, nur der Tod. Das ist das Einzige, was alternativlos ist. Ja. Die Stellungnahmen könnten ja auch so sein, dass man Handlungsoptionen, nochmal Max Weber anknüpfen, dass wir sozusagen sagen, mit Konsequenzen benennt. Und dann gibt es eine Abwägung und die dann eine Rolle. Ich würde aber gerne noch auf einen Punkt nochmal zurückgehen, wenn ich darf, weil die Freiwilligkeitsaufgabe der Ethik hat nur gerade ein schönes Beispiel, das ist jetzt retardierend etwas. Aber Herr Dreyer hat dies jetzt, also vorsichtig gesagt, der Begriff der Werte, er verwendet ihn nicht so gern, aber er verwendet ihn jetzt mal. Und hat einen Begriff des Tatsachenwissens gegen Wertewissen. Warum erwähne ich das jetzt nochmal? Eine wichtige Aufgabe der Ethik als Reflexion, Nachdenken über Handlungsorientierung ist auch die Frage, welche Begriffe verwenden wir eigentlich, wenn wir uns orientieren wollen? Und in aller Munde ist heute in der Tat dieser Wertebegriff und der ist relativ diffus. Es könnte sein, dass wir uns mit dem mehr Probleme einhandeln und verdecken, als dass wir es offenlegen. Und es ist eine wichtige Aufgabe der Ethik. Die führt nicht jetzt unmittelbar zu einer Handlungsanweisung, aber zur Frage, wie beschreiben wir Dinge? Die Ethik geht los mit einer Deskription auch der Sprache, die wir verwenden. Ein Beispiel, das die meisten kennen, als diese Embryonendiskussion losging. Dann war der Streit darum, nennen wir die früheste Form den Eizeller, den befruchteten Eizeller Embryo, oder nennen wir, die Engländer haben gesagt Pre-Embryo
Oder nähen wir den, jemand anders hat gesagt, einen Juristen Zellhaufen, da war gleich der Streit. Warum ich das erwähne ist, es ist nicht egal, welche Begriffe wir verwenden und es ist eine wichtige Aufgabe in normativen Wissenschaften, gilt für die Juristerei genauso wie für die ethischen Debatten, über diese Grundbegriffe sich nochmal Rechenschaft zu geben. Und wir haben in unserer Gesellschaft sozusagen, das sieht man, ein Problem, diese Voraussetzungen unseres Rechtssystems, ich habe selbst aufs Recht verwiesen, adäquat zu benennen. Da kommt unser Rechtssystem beruht auf Werten, heißt es dann. Ich sage den Leuten immer, sollen jetzt Migranten auf unsere Werte verpflichtet werden? Sage ich, nein, sie müssen auf unsere Verfassungsordnung, die müssen sie kennen. Und, oder ein anderer Begriff ist Menschenbild, der wird auch gerne verwendet. Das heißt, was sind das? Werte, Menschenbild und so weiter. Wir haben da so ein Set von Begriffen, die diese normativen Grundlagen unserer Entscheidung versuchen zu benennen, aber wir haben keinen Konsens, wie wir die benennen. Und die lassen sich nicht, diese sozusagen, worum es da geht, diese Normen, diese grundlegenden Normen, die lassen sich nicht einfach so wie Tatsachen beschreiben. Das ist eben was anderes. Wie könnte man denn zu neuen Begriffen kommen, die dann auch konsensfähig sind? Ich meine, das Problem ist, wenn Begriffe etabliert sind, der Wertbegriff ist ähnlich, so ein Beispiel, dann kriegen sie ihn eigentlich nicht mehr weg. Ich sage nur, er verschleiert wird. Aber wir haben andere Begriffe. Ich selber operiere lieber mit dem Begriff Orientierungswissen. Mhm. Im Unterschied zu Verfügungswissen habe ich nicht erfunden, sondern gehe zurück auf die Aufklärung auf Immanuel Kant, der ganz klar gesehen hat, dass sich orientieren, also orientiert wird man nicht von anderen, sondern sich orientieren, eine eigene Urteilsbildung voraussetzt, die eben nicht delegierbar ist, auch an bloßes Faktenwissen. Und da gibt es etliche auch wissenschaftstheoretische Diskussionen. Herr Mittelstraß, der auch in der Leopoldina ist, und andere haben da viel drüber nachgedacht. Also wir haben schon alternative Begriffe. Das Bundesverfassungsgericht, da sitzt der Kenntnisreichere hier, hat in den 50er Jahren eine wertbezogene Rechtsprechung gemacht. Da wollen die Juristen heute selber gar nicht mehr so viel davon hören. Aber es kommt darauf an, wen Sie fragen. Das stimmt. Aber Sie wissen, was ich meine, dass sich auch da die Semantiken, die Sprache, die verwendet wurde, selbst beim höchsten Gericht, sich geändert hat. Also das jetzige Bundesverfassungsgericht wird nicht mehr direkt von Werten reden. Ja, aber also, von Verhältnismäßigkeit. Ja, das ist, auf den Punkt kommen wir gleich. Ich will das nur noch mal zu Ende bringen. In der Tat, der Aufstieg der Wertbegrifflichkeit hat viel mit dem Bundesverfassungsgericht zu tun, weil sie in einer relativ frühen Entscheidung in den 50er Jahren geschrieben haben, das Grundgesetz richtet eine Werteordnung auf. Und seitdem geistert das rum, Grundgesetz ist eine Wertordnung. Das Fatale an dem Wertbegriff ist zum einen, er ist so ganz adressatenlos. Werte müssen sich eigentlich realisieren, aber nicht durch bestimmte Organisationen, Institutionen, Verfahren, sondern man weiß gar nicht, wie sie sich irgendwie so durchdringen die sozusagen alles. Und das widerspricht eigentlich ganz dem Strukturmerkmal eines freiheitlichen Verfassungsstaates, wo es sehr viel auf Organisationen, Institutionen, Verfahren und so ankommt. Ja? Das Zweite ist, von der Wertordnung sind sie ganz schnell bei der Wertrangordnung. So war das auch bei den Erfindern der materialen Wertethik in den 20er Jahren, also Max Scheler und Nikolai Hartmann, die da tatsächlich sowas versucht haben, eine Wertrangordnung zu bauen. Aber eine Wertrangordnung kriegen sie in das Grundgesetz nicht rein. Sie können nicht sagen, ah, da ganz oben steht, also sie können vielleicht sagen, ganz oben steht die Menschenwürde, okay, aber danach steht die Religionsfreiheit über der Kunst oder darunter? Und die Meinungsfreiheit vielleicht vorm Eigentum oder eher danach? Das führt völlig in die Irre. Und jetzt bin ich bei der Verhältnismäßigkeit, wenn ich gleich darf. Aber Sie, ja, bitte. Da kann man, glaube ich, noch mal ganz schön die Handlungsanteile, die Wissenschaft auf der einen oder die wissenschaftliche Information und Beratung auf der einen Seite und die Politik auf der anderen Seite, etwa in der Corona-Pandemie, das ist wirklich ein insofern wunderbares Beispiel. Man wagt es ja gar nicht zu sagen, aber man kann viel daran zeigen. Denn die Verhältnismäßigkeit, das wissen wir ja auch alle seit dem Auftritt der Kanzlerin im Parlament, hat es ja sogar sozusagen zu den höchsten Weihen gebracht. Also Frau Merkel hat ganz richtig gesagt, die Maßnahmen zur Bekämpfung müssen verhältnismäßig, also geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne angemessen proportional sein.
Und sie müssen einen legitimen Zweck erfüllen, sonst kann man ja Geeignetheit und so gar nicht fixieren. Der legitime Zweck ist klar, Infektionen vermeiden, Überlastung des Gesundheitssystems. Natürlich ist das ein legitimer Zweck. Welche Maßnahmen sind jetzt geeignet? Das ist das Feld der Naturwissenschaften. Ja, da müssen wir die Naturwissenschaften fragen. Und wenn die Politik jetzt käme und würde aus welchen Gründen auch immer eine ungeeignete Maßnahme vorschlagen, dann würden die Gerichte das kassieren. Ja, weil der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz sozusagen der wichtigste Prüfstein für die Frage ist, ob grundrechtseinschränkende Maßnahmen verfassungswidrig oder verfassungsmäßig sind. Also bei der Geeignetheit kommt es auf die Naturwissenschaftler an. Und wenn die Politik sagt, wir haben aber andere Wertungen, wird das kassiert. Erforderlichkeit heißt, gibt es eine Maßnahme, die genauso effektiv ist, aber nicht so stark in die Grundrechte eingreift. Würde ich sagen, ist auch noch immer ein relativ großer Anteil an Tatsachenwissen, an empirischem Wissen dabei. Da man auch Prognoseelemente hat, kommen natürlich schon Wertungen rein, also der Bereich der Politik. Und dann kommt die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne oder die Angemessenheit, Proportionalität, wie man das nennen will. Und da fragt man sich, steht denn die Schwere des Eingriffs in die Grundrechte sozusagen von über 80 Millionen Bundesbürgern noch in einem vernünftigen Verhältnis zu dem Zweck, den wir mit den Maßnahmen erzielen? Und diese Abwägung, die kann der Politik keine Wissenschaft abnehmen. Auch die Juristen nicht und die Philosophen und die Theologen nicht. Das muss die Politik entscheiden und sie sollte es vielleicht auch ausweisen, warum sie das jetzt für wichtiger hält. Und vielleicht nicht mit Totschlagargumenten wie, es geht um Leben und Tod. Denn um Leben und Tod geht es in Deutschland jeden Tag 2500 bis 3000 Mal. So viele Leute sterben nämlich seit Jahrzehnten jeden Tag in Deutschland. Und davon sind 200 Corona-Tote, aber die sind ja keine besseren Toten oder wichtigeren Toten oder so als jetzt die anderen. Ja? Also das kann Ihnen keiner wegnehmen. Und dann kommt noch ein zusätzlicher Punkt, der mir häufig in den Debatten sehr gefehlt hat und der auch, glaube ich, bei der Beratung gefehlt hat, nämlich die sogenannten nicht-intentionalen Nebenfolgen der Maßnahmen, die man zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ergriffen hat. Also die schon angedeuteten Nebenfolgen für Kultur, für Wirtschaft, für Schule, für Kunst, für die Universitäten, häusliche Gewalt und. Das sind ja keine Folgen, die man eigentlich tatsächlich mit den Maßnahmen erreichen will, so wie mit den direkten Eingriffen. Das will man ja. Aber sie passieren und sie hängen damit zusammen. Und deswegen hätte ich mir manchmal gewünscht, dass in den Beratungsgremien Kanzler mit Ministerpräsidenten und so weiter nicht nur in erster Linie Virologen und Epidemiologen und Mediziner und Intensivmediziner dabei sind, sondern vielleicht auch Sozialpädagogen, Psychologen, Ökonomen und andere, die dieses Feld vielleicht ein bisschen stärker im Blick haben und dann auch sagen können, was da angerichtet wird, ja, teilweise ja beim gleichen Grundrecht, also Leben und körperliche Unversehrtheit wird ja auch beschädigt, wenn die häusliche Gewalt steigt durch die Lockdown-Maßnahmen. Ja? Also man will Leben und Gesundheit schützen, ergreift eine Maßnahme, die aber zur Verletzung von Leben und Gesundheit führt. Das ist kein triviales, keine triviale Problematik. Ich sage auch nicht, dass ich jetzt sozusagen eine Patentlösung hätte, aber dass das ganz selten thematisiert worden ist. Also in der zweiten oder dritten Leopoldiner Stellungnahme kommt das mal vor. Da war ich auch mit dabei. Aber ansonsten in der öffentlichen Debatte hat man doch auf die Inzidenzen geschaut und auf die
R, also phasenweise haben wir auf den R-Faktor ganz genau geschaut, komischerweise, das spielt gar keine Rolle mehr. Mehr und jetzt auf die Hospitalisierung und dann auf die Intensivbetten. Der wichtige Begriff, die nicht beabsichtigten Folgen, ja, nicht das gehört zur ethischen Reflexion, und an dem Beispiel kann man aber schön deutlich machen, auch die Schwäche, ich sage bewusst, der ethischen Reflexion, weil auch die Ethik kann relativ wenig sagen, sie kann strukturell beschreiben, dass jede Handlung unbeabsichtigte Nebenfolgen hat. Aber prognostisch jetzt zu sagen, das und das wird vielleicht eintreten, ist schon sehr viel schwieriger und kann weder ein Naturwissenschaftler, auch nur ein Sozialwissenschaftler nicht, man kann Dinge hochrechnen. Das heißt, ich sage mal, aus der Ethik heraus wird ein Problem benannt, nicht beabsichtigte Folgen, ist die Mehrzahl der Dinge, mit denen wir uns in der Ethik rumschlagen, hat damit zu tun. Und zugleich haben wir wenige Instrumente, damit umzugehen. Aber ich will nochmal den Punkt. Aber also vielleicht nochmal da die Nachfrage dazu. Also Sie haben ja, das wäre ja dann sozusagen nochmal ein Tatsachenwissen, was Sie hier einfordern, dass die Ethiker aufbringen. Das kann daraus resultieren. Aber eigentlich bräuchten wir die Ethiker auch, um zu sagen, was ist denn jetzt richtig? Das heißt, was ist jetzt richtig in so einer Situation? Da gibt es bestimmte Fakten, die liegen offen. Jetzt kann man sagen, wenn ich politisch die Entscheidung treffe, nehmen wir mal als Beispiel jetzt Impfpflicht für alle, dann kann ich sagen, da gibt es Argumente, die dafür sprechen, dass in den Pflegeberufen die Leute geimpft werden. Und jetzt kommt eine Abwägung, auch in der Ethik, den Begriff haben nicht die Juristen allein sozusagen, jetzt zur Frage, was sind aber unbeabsichtigte Folgen einer Impfpflicht, nämlich dass viele vielleicht in dem Beruf nicht mehr arbeiten werden. Wie gehe ich jetzt damit um? Das kann ich noch beschreiben. Das ist jetzt immer, wir begeben uns dann immer bei solchen ethischen Debatten auf die Ebene von Prognosen, das heißt auf etwas, was in Zukunft passieren könnte. Und die Zukunft ist, auch trotz aller Sozialwissenschaften und Hochrechnungen, wir haben das, sehen ja das bei den Wahlen auch immer, das ist schon präzise einerseits, aber 100% genau sind sie nicht, die Prognosen. Das heißt, im Hinblick auf Prognosen, was könnte sein, wenn ich diese Maßnahme ergreife oder eine andere, ist sozusagen das Tatsachenwissen dafür das Einzige, was wir vielleicht in der historischen Erfahrung haben. Ich würde gerne kurz unser Publikum motivieren, jetzt seine Fragen auch einzuspeisen, dann aber gerne nochmal zu Ihnen. Also in einem Punkt, glaube ich, hat die Politik gelernt, und das ist der Punkt, die Schulen werden so schnell nicht wieder geschlossen. Das ist jetzt keine Prognose in dem Sinne, aber da hat man, glaube ich, die Rückmeldungen von Schülern, von Eltern, von Lehrern, auch die zum Teil ja schon erforschten Bildungsdefizite, gerade wieder bei den sozial schwachen Schichten, die durch den Lockdown gekommen sind. Ich glaube, das hat die Politik erreicht und dann auch dazu geführt, dass sie gesagt haben, so, also das kommt jetzt als allerletztes, denn wir haben ja Bildungsnation Deutschland. Wir haben ja als erstes Kitas, Schulen und Universitäten geschlossen und als letztes wieder geöffnet. In einem Land, in dem wir jahrzehntelang gehört haben, wir haben keine Rohstoffe. Unser Rohstoff ist die Bildung. Wir sind eine Bildungsnation. Und was machen wir zu? Alles, was mit Bildung zu tun hat. Ja? Und bei VW und Audi arbeiten sie weiter. Ja? Aber das ist jetzt ein Beispiel nochmal. Sie haben ja selber jetzt darauf verwiesen, welche Wissenschaften bezieht man dann mit ein. Mhm. Also wir haben ja Wissenschaft monolithisch, gibt es nicht. Und darum geht jetzt auch, da soll man sich nichts vormachen, der Streit in den Wissenschaften um Deutungshoheit. Also sind jetzt die Virologen allein wichtig? Welcher? Ist das jetzt Herr Streeck oder Herr Drosten? Mhm. Ja, da gab es ja einen heftigen Konflikt von ich am Anfang. Also das heißt schon in der Virologie, und Wissenschaft heißt, es gibt unterschiedliche Meinungen, aber in dem Feld, was Herr Dreyer jetzt angesprochen hat, die sozialen und kulturellen Folgen, die sind natürlich noch sehr viel schwieriger prognostizierbar. In der Tat kann ich sagen, ich brauche Lehrer, Sozialpädagogen, die muss ich anhören. Und da haben wir alle, glaube ich, einen enormen Lernprozess hinter uns. A, dass wir nicht mehr monolithisch von der Wissenschaft reden, die Wissenschaft sagt. Das war am Anfang der Leopoldina immer ganz stark gesagt. Wir als Wissenschaft sagen jetzt im Singular, da ist man vorsichtig geworden und das ist gut. Und die andere Frage ist, was für Wissensbestände, und das heißt, welche Berufsgruppen mit ihrem Know-how müssen wir mit einbinden, um über in diesem prognostischen Element zu etwas solideren Abschätzungen zu kommen. Und da haben wir, das stehen wir erst am Anfang, denke ich. Also um das nochmal zu
präzisieren. Ich sage jetzt nicht, es gibt eine sehr viel bessere Lösung und Abwägungsprozesse und die Politik hat das nur nicht erkannt. Mein Hauptpunkt ist eigentlich, dass sie es noch nicht mal thematisiert hat. Man hätte ja zu den gleichen Maßnahmen kommen können, aber dann hätte man das begründen müssen und hätte das nicht unter den Teppich kehren dürfen. Und das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass die Entscheidungsfindung, jedenfalls in den ersten 8 Monaten und letztlich danach auch, stark exekutivisch dominiert war. Das Parlament hat ja 7, 8 Monate Corona-bedingt fast nichts gemacht. Das heißt, die haben x Gesetze verabschiedet zu den arbeitsrechtlichen, sozialrechtlichen und sonstigen Folgen der Pandemie. Aber sie haben die Rechtsgrundlage für die Eingriffe für 83 Millionen Bundesbürger auf allen möglichen Ebenen weiterhin gegründet auf die 3 Worte, die notwendigen Maßnahmen sind zu ergreifen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. In einem Gesetz, das vor Corona kein Mensch in Deutschland gekannt hat, und Infektionsschutzgesetz, wo ist das denn? Was steht da? Paragraph 28, alle notwendige Maßnahmen. Das sind alles notwendige Maßnahmen gewesen. Und da liegt, glaube ich, ein ganz großer Schwachpunkt dieser rein exekutiven Krisenbewältigung, weil natürlich bei der exekutiven Krisenbewältigung sich die Minister fragen, ja, wer ist zuständig? Der Gesundheitsminister. Und der Gesundheitsminister hat natürlich, das ist auch seine Aufgabe, einen vergleichsweise engen Korridor. Der schaut nur auf die Gesundheit. Der schaut nicht, was ist mit den Schulen, was ist mit der Wirtschaft, was ist mit der Kunst. Aber wenn ich das mal im Parlament diskutiert oder vielleicht auf eine parlamentsgesetzliche Grundlage gestellt hätte, dann wären sicherlich im Parlament ganz andere Aspekte thematisiert worden. Und diese Vielfalt, die man nur über Experten, will gar nicht sagen über Ethiker, aber nur über Experten reinbekommen hätte, an der fehlt es so ein bisschen. Und das ist eigentlich das, was ich am stärksten beklage. Auf der einen Seite, ja, dass die Politik das nicht gemacht hat, und auf der anderen Seite, dass es durchaus den einen oder anderen Fall gegeben hat, wo die Wissenschaft sich gewissermaßen selbst politisiert hat. Und diese Selbstpolitisierung der Wissenschaft, glaube ich, tut ihr nicht gut. Vielen Dank. Wir bekommen jetzt eine Frage, wobei wir den Anfang nicht lesen können. Ja. Weshalb ist in der Corona-Debatte diese ethische Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit, die Sie, Herr Dreyer, angesprochen haben, kaum öffentlich explizit diskutiert worden? Also die habe ich jetzt gar nicht angesprochen mit Blick auf Corona, sondern das ist ein ganz allgemeiner, also allgemeiner geht es ja nicht als die Sicherheit und die Freiheit, aber es macht vielleicht den Punkt klar, man kommt zu anderen Ergebnissen, wenn man sagt, das ist für mich der höchste Wert, Sicherheit, oder für mich ist Freiheit der höchste Wert. Warum das öffentlich nicht passiert ist, weiß ich auch nicht. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Und ich glaube, dass die Politik gedacht hat, wenn wir jetzt, ich will jetzt nicht sagen, Angst und Schrecken verbreiten, wenn wir aber sozusagen die dramatischen Effekte auch entsprechend dramatisch präsentieren und uns ganz auf Sicherheit kaprizieren, dann wird der Freiheitsaspekt, den ja die FDP seinerzeit dann für sich reklamiert hat, dann wird er vielleicht in der öffentlichen Debatte nicht so entscheidend werden. Und das war ja sicherlich in den ersten Wochen und Monaten auch ganz richtig. Also ich würde der Politik überhaupt keinen Vorwurf machen, was das erste Vierteljahr oder so angeht, ja, oder die ersten 5, 6 Monate. Mein Gott, wir waren alle geschockt, man war froh, dass überhaupt irgendwas passierte. Aber dann war ja doch eigentlich eine Reflexionsphase sozusagen da gewesen. Aber ich glaube, die haben wir nicht genutzt. Frage der Macht. Ja. Also es ist ein falsches Verständnis anzunehmen, Ethik ist machtfrei. Ethik hat es auch mit Machtfragen und gerechter Machtverteilung zu tun. Wer darf mitentscheiden? Und eine Grundfrage bei allen Ethikgremien ist, wer sitzt mit am Tisch? Und da gibt es keine generelle Lösung. Sie können sagen, dürfen bei virologischen Problemen, müssen dann nur die Virologen dabei sein. Oder ist es auch gut, wenn jemand anders jetzt, Juristen haben da immer gute Karten, weil das sieht man ein, die normative Leitwissenschaft. Aber was darüber hinaus wichtig ist, das sind in der Tat Machtverteilungsfragen und hängt zurück auf den Begriff der Öffentlichkeit natürlich auch daran, wie stark Gruppen sich artikulieren können und sagen,
Wir wollen auch wahrgenommen werden und nicht nur im Sinne einer Betroffenheitskultur, sondern im Sinne einer auch argumentativ etwas vortragen können, Expertise. Ich nehme ein Beispiel: Palliativmedizin. Ist ein enormer Erfolg. Wenn Sie 20 Jahre zurückgehen, war das mitnichten so. Heute haben Sie eine breite Palliativmedizin, wo die Frage, gar nicht mehr die Frage ist, sollen Palliativmediziner bei schwierigen Entscheidungen mit einbezogen werden. Da ist ein Feld institutionell aufgebaut worden, ist Fachkompetenz da, Leopoldina hat früh eine Stellungnahme auch dazu gemacht und diejenigen, die dann mitgearbeitet haben, die haben ihre Stimme erhoben, aber wie gesagt in der Weise, dass sie jetzt auch als Pharmakologen oder Mediziner nochmal andere Aspekte einbringen. Also es ist eine Schlüsselfrage, die man spezifisch je nach Handlungsfeld angucken muss. Mhm. Wir haben ja jetzt schon gemerkt in unserer Runde, die nun auch zu Ende geht, wie sehr sich Ethik auch wandelt. Also Sie haben es zum Teil an den Institutionen aufgezeigt. Wir haben es zum Teil daran aufgezeigt, wer dort mit drin sitzt, welche Stimmen öffentlich werden, welcher Druck entsteht. Was ist denn für Sie eigentlich die größte Wandlungsfähigkeit der Ethik? Eher durch die verschiedenen Menschen, Gruppierungen, Sichtweisen, die da zustande kommen, oder ist es mehr die Veränderung der Gesellschaft, die Öffnung hin zu neuem Denken? Also ich denke, die größten Änderungen haben wir in der Tat. Die Ethik schwebt nicht im luftleeren Raum, sie ist eingebettet in kulturelle Veränderungen. Und da haben wir eine enorme kulturelle Veränderung, die mehr Partizipation von Gruppen zu Recht fordert. Und die Frage ist, wie kann das eingebunden werden und so weiter. Und der zweite Veränderungsfaktor, den man überhaupt nicht, oder vielleicht sogar der erste, sind technische Innovationen. Die Naturwissenschaften sind ein permanenter Treiber von Debatten über ethische Grundfragen. Die Naturwissenschaften selber. Ich habe das Beispiel mit dem extrakorporalen Embryo erwähnt. Wenn sowas medizinisch, biologisch möglich ist, plötzlich gibt es eine breite Debatte. Oder nehmen Sie sowas wie CRISPR-Cas, also das Genome Editing. Dann gibt es plötzlich wieder neu die Frage, getriggert durch diese naturwissenschaftlichen Schritte, wie man jetzt damit umgeht. Also da liegt ein großes Veränderungspotenzial. Und die ethischen Reflexionen sind immer ein Stück nachgängig. Es gab und gibt unter Ethikern Wissen, ja, müssen wir nicht mehr prognostisch sein, also vorausschauen. Wir wissen nicht, was in 5 Jahren erfunden wird. Insofern prognostisch, wir können extrapolieren, was es bedeutet, wenn wir Pflanzen jetzt in diese Richtung verändern. Und dann ist die Frage, wer muss jetzt einbezogen werden? Müssen zum Beispiel Leute aus der Landwirtschaft, wir haben das gerade in der Arbeitsgruppe der Leopoldina diskutiert, die jetzt sozusagen hier alternative Wirtschaftsformen auch im Landwirtschaftsbereich suchen, müssen die nicht stärker eingebunden werden? Ja, sowas. Aber Ethik könnte vielleicht prognostisch sein, ja, schwierig, ja, wenn Sie das Ohr ganz tief an der Wissenschaft haben, dann vielleicht schon, kennen Sie die Zukunftstechnologien, aber müsste Ethik nicht viel mehr progressiv gestalterisch sein, also Ideen von morgen im gesellschaftlichen Kontext, Wertevorstellungen, die sich verändern, heute schon einbinden in ihre Denkprozesse? Also ich würde sagen, das wird an vielen Stellen gemacht. Also selbst im Bundestag, jetzt um dabei nochmal zu bleiben, wenn dort Anhörungen gemacht werden, dann werden viele verschiedene Gruppierungen pro und contra eingebunden. Und wenn Sie jetzt wenn wir über die Öffentlichkeit reden, dann gibt es ja heute eine Vielzahl von Organisationen. Nehmen Sie Greenpeace oder nehmen Sie andere Organisationen in dem Bereich, Test Biotech zum Beispiel und solche Dinge. Kritische Gegenöffentlichkeiten, die beschreiben sich so auch. Und das ist die Frage, wie stark werden die eingebunden? Die bringen schon Themen, die aus ihrer Sicht zukunftsorientiert sind. Andere sagen, wenn wir das machen, dann geht es den Bach runter. Das ist dann wieder der Streit. Vielen lieben Dank für Ihre Gedanken. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Kann die Wissenschaft überhaupt Meinungen haben? Gibt es nicht einfach unterschiedliche Studienergebnisse und aus deren Gesamtheit wird ein Konsens gebildet? Also da sind wir wieder bei unserem Tatsachenwissen und dem Wertewissen oder den Werturteilen. Natürlich gibt es in der Naturwissenschaft einen Stand der Wissenschaft. Also die bauen sozusagen aufeinander auf und fallen eigentlich so gut wie nie
wieder auf einen früheren Stand zurück, es sei denn, sie haben sich mal irgendwo verstiegen, wie man sich im Berg versteigen kann oder so. Aber eigentlich haben die einen Stand der Wissenschaft. Die normativen Wissenschaften haben das nicht. Man könnte in der Rechtsphilosophie zum Beispiel sagen, ja, von Platon bis Rawls, aber vielleicht hatte Platon recht. Ja? Also wir können ganz zurückgehen und sagen, vielleicht ist das sozusagen das Richtige. Und dass aus der Gesamtheit von Studienergebnissen ein Konsens gebildet wird, das gilt wiederum innerhalb dieses Kreises der Tatsachenwissenschaft bzw. der naturwissenschaftlich-empirischen Wissenschaften. Die können einen Konsens bilden und sagen, ja, und das geht selbst beim Klimawandel. Da haben die ja so einen Konsens und sagen, okay, wir prognostizieren jedenfalls mit 98% aller Wissenschaftler, es wird so und so viel Grad Erderwärmung geben, wenn wir nicht gegensteuern. Das ist ganz schön. Nur die normative Frage, was machen wir jetzt? Kämpfen wir mit allen Mitteln dagegen an oder stellen wir uns auf den Wandel ein zum Beispiel? Die können uns die Studienergebnisse nicht abnehmen. Das muss dann wieder die Politik unter Beteiligung der Öffentlichkeit und anderen Wissenschaften versuchen rauszubekommen, beziehungsweise letztlich versuchen, müssen sie es entscheiden. Also Politik hat immer auch ein dezisionistisches Element. Und Dezisionismus und Ethik vertragen sich eigentlich nicht so wahnsinnig gut. Aber in der Politik ist das so. Ein Stück Dezisionismus gehört dazu. Eine Minute haben wir noch. Also Studienergebnisse nehmen Sie zum Beispiel, ich hatte mit der Medizin als Beispiel angefangen. Da gibt es ganz solide Studienergebnisse, wie ein Medikament wirkt oder nicht wirkt, über Nebenwirkungen. Das ist auf Stellen hinterm Komma berechnet und vielleicht durch tausende Studienteilnehmer wert. Jetzt, ob ein Arzt, eine Ärztin das Medikament verordnet, ist mit dem Studienergebnis als solches im individuellen Fall noch nicht definitiv entschieden. Und insofern sind in den Naturwissenschaften jetzt diese Studienergebnisse wichtig. Jetzt gibt es die Frage, können Sie Umfragen in der Gesellschaft machen und sagen, 80% in der Gesellschaft sind dafür, also machen wir eine Schnittmenge draus. Wir haben auch normative Anforderungen, von denen wir sagen, selbst wenn die Mehrheit anderer Meinung ist, geben wir sie nicht auf. Beispiel Todesstrafe. Wenn Sie fragen, wie viele wären dafür, wird man vielleicht in bestimmten Situationen eine Mehrheit kriegen und gleichwohl haben wir gute Gründe, darauf kommt es an. Nicht nur Meinungen, gute Gründe, sowas machen wir nicht. Vielen lieben Dank, Herr Professor Tanner, Herr Professor Dreyer, für dieses spannende Gespräch über Ethik gestern und heute in Wissenschaft und Politik und Öffentlichkeit. Jetzt machen wir hier Szenenwechsel und sprechen im zweiten Akt mehr über die Praxis, die daraus folgt.